Sportarten, in denen wir Österreicher besonders stark sind. Tja, ich sage nur, Radarfallen ausbremsen oder Selbstmord. Eine neue Sportart, in der Österreich zur Weltspitze gehört, ist aber heuer erstmals olympisch. Leistungstrinken. Wir präsentieren unsere dritte große Medaillenhoffnung. Olympia ist sicher der größte Moment meines Lebens. Wie ich erfahren habe, dass Leistungstrinken olympisch wird, da war mir unbeschreiblich. Nicht zum Leistungssport gebracht hat mich eigentlich mein Onkel Pepe. Der hat mich als Bub zum Feuerwehrfest mitgenommen und hat gleich am Eingang gesagt, Burschen, heute fahre ich mit der Rettung ab. Und ja, das hat meinen ersten Einblick in die grenzenlosen Möglichkeiten dieses Sports gegeben. Mein Trainingstag beginnt um 5 Uhr früh. Das ist hart. Vor allem, wenn vom Vortagstraining noch der ganze Körper schmerzt und Schädel und alles. Natürlich ist es manchmal Raubbau am Körper, Leber, Harnsäure, aber Spitzensport ist nicht gesund. Da brauchen Sie nur anschauen, wie der Thomas Muster beisammen ist. Nicht? Aber um im Profisport an der Spitze zu bleiben, muss ständig an die eigenen Limits gehen. Ich glaube, ohne Bundeswehr würde es traurig ausschauen für den österreichischen Sport und für meine Disziplin besonders. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, als Zeitsoldat ganztags ernsthaft zu trainieren. In der Privatwirtschaft wäre das nicht möglich gewesen. Ich will nichts verschreien, aber eine Medaille ist drin. Für mich und für Österreich. Aha.